So, meine lieben Freunde, damit ein herzliches Willkommen zum letzten Part von The Last of Us Part 1 Left Behind. Ja Leute, ich fühle mich gerade richtig left behind, weil wir haben jetzt wahrscheinlich einen ziemlich beschissenen, widerlichen Dreckspart vor uns, der alles andere als lustig wird. Da fängt es nämlich schon an. Treffen sollte man auch. Haben wir den jetzt eingesammelt, den Pfeil? Ja, haben wir noch. Okay, gut. Weil in meinem letzten Run war es so. Wie bitte? War es so, dass wir den nicht eingesammelt hatten und den dann ständig manuell nochmal einsammeln mussten nach jedem Restart. Und das war ein bisschen nervig auf Dauer. Hä, wieso kommen die denn jetzt? Hä? Oh shit, sie ist da drüben! Wieso kommt der denn jetzt automatisch hier hin? Was ist denn das für ein Scheiß? Ey, das ist doch wieder so ein Dreck hier, ne? Ich sehe sie! Bei der Kiste. Ach, jetzt steht der da! Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Junge, das ist wieder so ein dreckiger Scheiß-Checkpoint, ne? Kann ich das Ereignis irgendwie neu. Begegnung neu starten? Vielleicht bringt das ja was. Ja, das bringt nämlich mehr, weil das ist wieder so ein dummer Checkpoint gewesen, den ich überhaupt nicht verstehe. Aber wirklich so gar nicht. Wer hat mich denn gesehen? Oder war das die Stimme von da hinten, die mir direkt im Nacken gesessen hat? Muss ich auch nicht verstehen jetzt, ey. Och Junge, ey, warum... Es dauert halt auch alles viel zu lange, ne? Ey, Junge, dieser Karren da ist so ein dummes Hindernis. Warum treffe ich den denn nicht? Warum kann die nicht die gleichen Abilities haben wie Joel, Alter? Wieso ist das so? Warum? Warum braucht die für alles so lange und... Ah, das ist so widerlich. Was war denn das jetzt? Ich schieße nach links, der Pfeil geht nach rechts. Habt ihr das gesehen? Oh, können wir gleich noch eine Fail-Compilation draus machen, ey. Boah, wenn dieser verfickte Drecks-Export funktioniert hätte, ne? Müssen wir den ganzen Kack jetzt nicht nochmal machen. Sie werden ihn kriegen. Ich muss was tun. Schnell. Oh, geht doch. Hier einen Pfeil nehmen, danke. Was ist da unten? Der geht nicht mehr, ne? Ach so, scheiße. Das wirst du wissen. Okay. Von wo? Da hinten.
Ja, der soll ruhig rankommen. Oder einer von denen. Da ist noch ein Stein. Oh lol! Die halten da unten Wache oder was? Na gut, aber eigentlich ist das nicht schlimm. Okay, ja, sie kommen. Sie kommen, sie kommen, sie kommen. Sag mal so, solange die da unten chillen, ist mir das alles egal. Ich habe ja auch noch eine Bombe zur Not. Ja, wo ist der Pimmelberger? Also ich muss sagen, Leute, das klappt bedeutend besser. Ich weiß nicht warum, aber es klappt bedeutend besser als der erste Run. Bis jetzt zumindest. Ach guck mal, hier kommt man auch noch runter. Wusste ich gar nicht. Was war denn das jetzt? Ach, der ist da unten wieder an dem scheiß Ding dran, Alter. Ich hoffe nicht, dass... Ich hoffe, ich habe hier unendlich Zeit. Jetzt oder nie? Ja, ich muss halt auch runter, ne? Ich kann hier nicht einfach runterspringen. Ich finde es ja auch lustig, wie der Trottel da einfach die ganze Zeit versucht reinzukommen, statt nach dem Mädchen ja auch so. Jetzt hab ich dich. Was? Macht Sinn. Oh, ein Pfeil. Cool. Ja, aber erstmal will ich wieder mich hier ein bisschen ausrüsten. Ein bisschen. Den Stein nehmen wir direkt mit. Das Coole ist, wir haben auch noch alle Molotow-Cocktails, alle Bomben. Also eine Bombe, aber ja, besser als nichts. Und ja. Boah, die kuscheln hier, guck mal. Süß. So, ich kann mir schlecht vorstellen, dass das wirklich alles gewesen ist hier an Loot. Aber scheint so. Ja, das Schlechte ist, ich könnte jetzt auch hier eine Bombe irgendwo legen. Die laufen ja automatisch da rein. Das Problem ist, ich weiß nicht, an welcher Stelle die stehen. Oder ich kann... Ich habe eigentlich eine Idee, warte mal. Oh, wollte ich nicht, Entschuldigung. Ah. Oh. So, 3/4 Alkohol wäre jetzt lustig. Dann könnte ich mir 3 Molotow-Cocktails herstellen. Nee, das nicht. Das wäre echt cool. Aber wir werden jetzt gleich nicht denselben Fehler machen
und an dieser fucking Ecke hier chillen und versuchen alle abzuknallen, weil das bringt leider gar nichts. Zumindest nicht auf diesem Schwierigkeitsgrad. Leider. Das Ganze werden wir gleich wie folgt machen. Müssten ja eigentlich nachher auch wieder komische Infizierte kommen. Nach einer gewissen Zeit, glaube ich. Keine Ahnung. Vielleicht. Aber wir werden jetzt hier einmal Bombe hinlegen. Ich hoffe, das macht Sinn. Ja. Obwohl, eigentlich brauchen wir das nicht machen. Nicht an der Stelle. Die sind nämlich leicht zu töten. Mache ich das lieber irgendwie, weiß ich nicht. Ja, gute Frage. Machen wir hier hin. Ja. Ich hoffe nicht, dass ich auch dadurch sterben kann, wenn ich da selber reinrenne. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, auf geht's, let's go. So, der. Ja, ja. Dreckschwein! Schön. Du willst das? Dann tun wir's. Wieso kommen die nicht runter? Aha. Dafür bist du zahlen, Kleine. Ach so, er ist schon da. Ich brauche Deckung. Ja, ein kleines Arschloch. Das Problem ist, dass sie halt auch Aimbot haben und mich jetzt treffen. An der Stelle mal wieder. Ach guck mal, jetzt kommen sie runter, weißt du? Gib mir Deckung. Ich gehe ran. Pass auf. Ach so. Das war ja mal wieder ja nix. Aimbot, Aimbot, Aimbot. Oh Gott! Was war das? Wann kommen die Infizierten mal? Ah ja, alles klar. Das war ja der größte Witz des Jahres, Alter. Darfst du gar keinem zeigen, ey. Mein Gott, als ob die so schnell sind. Das ist doch nicht normal.
aus! Ich gehe ran! Pass auf! Ah, jetzt kommen sie endlich. Fuck, Mann, ich bin richtig hart verletzt, ne? Ich sehe sie unter der Treppe. Ich sehe sie, aber ich bin doof. Du Mistkerl! Zum Teufel ist der Typ. Okay, da war er. Aber jetzt wäre irgendwie ein Stein oder so cool. Boah, wer hatte denn das Gewehr, Mann? Hattest du das? Wer hatte das Gewehr von euch, Pissgeburten, Alter? Das ist doch nicht normal. Ich weiß jetzt auch nicht, ob hier noch Gegner sind, die schießen. Aber sonst würde ich mich mal ein bisschen raustrauen. Das darf doch nicht wahr sein, wo ist der? Aber ich glaube, hier sind keine mehr. Nur noch die Zombies hier. Infizierte, Entschuldigung, das sind die Infizierte. Ey, welcher von den Pissflitschen hatte denn das Scheißgewehr, Alter? Das ist doch nicht normal. Aber wenn ich jetzt wenigstens einen Stein hätte oder irgendwas. Warte mal, oben sind doch viele Sachen noch gewesen. Hier ist auch noch einer. Aber ich hätte trotzdem das Gewehr gerne. Ich glaube, die sind oben, kann das sein? Das Problem ist, wenn die mich jetzt noch einmal schlagen, war es das. Scheiße. Ja, die sind alle oben. Das Problem ist, ich weiß halt auch nicht, wie viele das sind. Wenn es jetzt so zwei sind, ist es mir egal, aber nachher sind es fünf oder so, da habe ich keinen Bock drauf. Kann ich da eigentlich... Ach, hier ist es, ja natürlich, hier versteckt, irgendwo im Nirgendwo, weißt du? Oh, einen Schuss habe ich, toll. Ja komm, dann würde ich sagen, machen wir den einen so. Und wenn es wirklich brenzlig werden sollte, können wir ja schießen noch einmal mit dem... Gewehr. Ach ja, wahrscheinlich, Digga. Was war das? Ein Pfeil? Ach, Digga, das ist doch nicht normal. Wie viele sind denn hier noch? Ey, was will ich mit dem Lappen? Ach, wenn die nicht so lahmarschig wäre immer, dann wären die auch nicht so schnell. Mein Gott, nee, ey. Weißt du was, wir machen das jetzt anders. Ist mir scheißegal jetzt. Wieso kommt der denn jetzt nicht hier hin? Und warum ist denn da hinten einer gewesen, ey? Ich verstehe dieses Spiel nicht, Alter. Wo ist denn der? Ach komm, ich renne jetzt. Ist mir egal. Ach, da ist er. Ach so, guckt mal, wie viele es sind, Mann.
Falls mich jemand hört, denkt nicht mal dran, mich zu überraschen. Sonst geht's euch wie euren Freunden. Klar? Ja? Provozier die ruhig noch. Ist ja nicht so, dass du gerade 50.000 Mal gestorben bist. Kein Problem, Mann. Das war's mir wert. Ich hoffe, du lebst noch, Joel. Das war's. Ellie. Ellie, dein Arm. Nein. Nein, 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 nein. Keine Angst. Ich weiß, was ich tue. Bin quasi ein Experte. Fast. Bleib ganz ruhig. Ganz ruhig. Scheiße! Scheiße! Scheiße!
davon ist noch mehr zum Zerschlagen. Was machen wir jetzt nur? Wie ich das sehe, gibt's zwei Möglichkeiten. Nummer eins. Wir machen es uns einfach. Ist schnell und schmerzlos. Bin aber kein Fan von Nummer eins. Zwei. Wir kämpfen. Kämpfen wofür? Wir werden zu einem von diesen Dingern. Wir hätten bis heute schon so oft drauf gehen können. Und wer weiß, was bis morgen noch alles passiert. Aber wir kämpfen. Um jede Sekunde, die wir zusammen sein dürfen. Ob 2 Minuten oder 2 Tage. Das geben wir nicht auf. Ich will das nicht aufgeben. Ich sag, lass es uns aussitzen. Wir gehen es romantisch an und werden gemeinsam wahnsinnig. Und Nummer 3? Sorry. Komm, verschwinden wir hier. So, meine Freunde, damit hätten wir an der Stelle Left Behind abgeschlossen. Wir werden auf jeden Fall mit dem New Game Plus von Last of Us Part 1 und mit dem Left Behind DLC weitermachen. Alle Sammelobjekte einsammeln, wie schon erwähnt. Ja Leute, wie gesagt, es war ein sehr kurzes DLC, hat aber die ein oder andere Frage wahrscheinlich beantwortet. Gehe ich mal von aus. Ja Leute, dann würde ich sagen, an der Stelle, danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wahrscheinlich im New Game Plus wieder. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von The Last of Us. Haut da rein.